Ihr Lieben, herzlich willkommen zu diesem kurzen Marktupdate. Ich hatte es euch bei Instagram gefragt und ihr habt gesagt, ja, unbedingt gerne mal sagen, was ist da eigentlich gestern abgegangen? Normalerweise sieht es auf der Welt ja aktuell gar nicht so gut aus. Ja, wir haben mehrere Bankenpleiten, unter anderem die Silicon Valley Bank, wir haben die Silvergate Bank, wir haben außerdem gesehen, dass die Credit Suisse große Probleme hat, wir haben die First Republic Bank, wir stehen vor eventuell weiteren Zinserhöhungen, aber trotzdem haben die Märkte gestern eine Entwicklung hingelegt, die wir zuletzt letztes Jahr im November hatten. Womit hängt das zusammen? Das möchte ich euch jetzt gerne einmal zeigen. Dafür wechsle ich auf meinen anderen Monitor. Also was wir hier sehen, ist der gestrige Tag. Ich habe hier den QQQ ausgewählt, das ist der ETF vom Nasdaq. Wir könnten hier auch ganz normal uns den S&P 500 anzeigen lassen. Dabei bleiben wir jetzt auch einfach mal. Und das ist das, was ich gerade meinte. Wir haben erstmal nach Markteröffnung noch weitere kurzen Abverkauf des Marktes gab eine kurze Reaktion, eine kurze Erholung und dann ja, kam das hier. Es sah alles danach aus, als wenn der Markt weiter fallen würde. Und dann kam die Explosion. Schau mal, bevor ich da jetzt drauf eingehe, warum, wieso, weshalb, noch einmal kurz zu der Situation, wo wir uns eigentlich gerade befinden. Schau mal, gestern hat die EZB ihre Zinsen weiter erhöht um 0,5 Prozentpunkte. Man ist davon ausgegangen, dass es eventuell sein könnte, dass sie die Zinserhöhung aussetzen bzw. vielleicht nur 0,25 Prozentpunkte erhöhen, um das ganze Thema mit den Banken erstmal zu stabilisieren, ja, um nicht hier noch mehr Öl ins Feuer zu schütten. Aber nein, haben sie trotzdem gemacht. Diese Reaktion haben wir an den Märkten auch am Anfang kurz gesehen. Was wir aber trotzdem auch nochmal bedenken müssen, ja, ist Folgendes. Jerome Powell, der Präsident von der Fed, von der amerikanischen Notenbank, hat letzte Woche zwei Tage vor zwei unterschiedlichen Kongressen ausgesagt, beziehungsweise er war sogar in so einem Kreuzverhör. Die haben ihn mit Fragen bombardiert, mit sehr kritischen Fragen zum Thema, beziehungsweise um auch zu erfahren, ja, wie sieht es eigentlich um weitere Zinserhöhungen aus? Und der Paul hat ganz was Wichtiges gesagt. Ich kann aktuell noch nichts zu einer eventuellen Zinserhöhung sagen und wie hoch sie ausfallen wird, weil einfach noch wichtige Daten fehlen. So, und was haben wir dann gehabt? Unter anderem die wichtigen Daten waren die Arbeitslosendaten, ja, die Non-Farm Payrolls oder die Unemployment Rate, also die Arbeitslosenzahlen. Und die sind mal wieder besser ausgefallen als eigentlich gewünscht. Achtung, jetzt könnte man ja meinen, guck mal, die Zahlen sind besser ausgefallen, also wir haben weniger Arbeitslose, wir haben mehr Angestellte, müsste doch eigentlich super für die Wirtschaft sein. Ja, in den normalen wirtschaftlichen Zeiten schon, aber der Punkt ist, dass aktuell, je besser es der Wirtschaft geht, desto wahrscheinlicher ist es auch, dass die Zinsen deutlich mehr erhöht werden, als eigentlich natürlich gewollt. Weil Wirtschaft geht's gut, okay, wir können Zinsen weiter erhöhen. Der Wirtschaft geht's nicht gut, okay, wir müssen jetzt vielleicht ein bisschen runterfahren mit der Geschwindigkeit der Erhöhung, um einfach auch eine Rezession zu verhindern. Also haben wir letzten Freitag genau diese wichtigen Daten gehabt und dann kamen die Pleiten, was ich gerade schon meinte, mit der Silicon Valley Bank, mit der Silvergate. Dann haben wir die Credit Suisse mit dem Problem, ja, gehabt. Aber darauf gehe ich gleich nochmal ein. Und ja, trotzdem haben sich die Märkte gestern dann so entwickelt. Ich möchte jetzt aber auf die Situation mal eingehen. Schau mal, Markt hat eröffnet, hat hier kurz versucht, sich zu erholen, wurde dann direkt wieder weiter abverkauft. Alles sah danach aus, als würden wir hier weiter fallende Kurse sehen. Wenn wir diese Linien hier auch nochmal betrachten, die habe ich mir extra gesetzt, um zu schauen, okay, warte mal, wo haben wir eigentlich wichtige Widerstände, wo haben wir wichtige Support-Level? Wir haben hier einen wichtigen Support und zwar, wenn man mal zurückschaut, siehst du hier, dass der Markt immer entweder von unterhalb oder von oberhalb hier Spaß dabei hatte, daran zu reagieren. Ja, also das als wichtiges Level für sich genutzt hat. Der Markt ist gestern, wie ich gerade zeigte, schon kurz da runtergefallen, natürlich nicht nachhaltig. Ja, kurz recovered, kam zurück, hat es nochmal versucht runterzubrechen, aber hat nicht standgehalten. Und danach kam die Explosion. Ich möchte dir gleich zeigen, nachdem ich auf die Situation hier eingegangen bin, auch nochmal, wie wir trotzdem diese Situation für uns nutzen können, ja, welche Vorteile ich nutze, um auch an solchen Tagen, wenn man vermeintlich keinen guten Einstieg findet, trotzdem profitabel handeln kann. An der Stelle möchte ich aber auch sagen, du, man muss nicht überall dabei sein. Ja, wir dürfen nicht vergessen, in den Futures haben wir aktuell gerade den Kontraktwechsel. Ja, dort macht es sowieso mehr Sinn, dann von der Seitenlinie zu sein oder das von der Seitenlinie zu betrachten. Was man natürlich handeln kann, sind beispielsweise hier ETFs, weil die keinen Kontraktwechsel haben, weil es ja keine Futures sind, kein Verfallsdatum. Und
Trotzdem ist es hier natürlich schwer, dann einen Einstieg zu finden, wenn man einfach nur von einem normalen Chart-Verständnis geht. Also es bedeutet, die Strukturen zu kennen, einen Aufwärtstrend zu identifizieren und dann einen Einstieg zu finden. Sagen wir mal oberhalb des letzten Hochs. Aber wir haben hier keinen Aufwärtstrend in dem Maße gehabt, um hier wirklich einen guten Einstieg zu finden. Ja? Es sei denn, man bezieht schon hier direkt den Marktchart mit ein. So, aber darauf will ich jetzt gar nicht drauf eingehen. Wenn du sagst, ey, das ist aber cool, was du mir mit auf den Weg gibst, die Informationen und das auch vom Thema, was der Markt macht, dann lass sehr gerne ein Like da. Dann mache ich sowas sehr gerne häufiger. Und ja, deswegen, lass sehr, sehr gerne ein Like da und vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren, wenn du es nicht sowieso schon gemacht hast. Also, was ist eigentlich hier gestern passiert, um da mal drauf einzugehen? Wir haben hier einen ganz wichtigen Punkt gehabt, und zwar wurde gestern die First Republic Bank mit einem Paket von 30 Milliarden US-Dollar von den größten amerikanischen Banken, namens der Bank of America, unterstützt. Also sie haben 30 Milliarden Dollar eingezahlt, um diese Bank zu stützen. Aber trotzdem, nichtsdestotrotz hat die First Republic Bank auch gesagt, wir haben weiterhin eine Cash-Reserve von, ich glaube, knapp 34 Milliarden. Ja, also sie sind jetzt nicht bei Null oder sowas, aber wurden mit weiteren 30 Milliarden unterstützt. Jetzt lass uns mal die Aktie von gestern anschauen, von der First Republic Bank. Also wir sehen natürlich hier nach den News eine Explosion des Kurses. Wenn wir uns den kompletten Chartverlauf von der First Republic Bank mal anschauen, sehen wir gerade natürlich in der jungen Vergangenheit genau das hier. Und trotzdem, was wir hier sehen, ist das hier. Marktschließung, und die Aktie ist dann wieder zusammengebrochen. Womit hat das zusammengegangen? Womit hängt das zusammen? Und zwar hat die First Republic Bank gestern dann noch bekannt gegeben, dass sie jetzt erstmal keine Dividenden auszahlen werden. Ja, sie werden die Dividendenauszahlung pausieren, und das wurde von den Anlegern natürlich alles andere als positiv aufgenommen. Ja, und so haben wir dann die Kursgewinne vom Tag fast wieder abgegeben gehabt. Okay, genau, was haben wir außerdem zu dem 30 Milliarden Paket für die First Republic Bank? Haben wir außerdem, das stand hier auch irgendwo, ich kann es aber auch sagen, genau hier ist das, dass die Credit Suisse hat auch eine Unterstützung bekommen, und zwar von der Swiss National Bank in Höhe von 54 Milliarden US-Dollar. Und diese beiden Informationen haben dazu beigetragen, dass der Markt so explodiert. Was wir aktuell gerade auch sagen müssen, ne? Die Anleger freuen sich über jeden kleinen Strohhalm, den sie greifen können für sich, um hier zu denken, um hier zu sagen, okay, der Wirtschaft, also alles ist gut, ja, wir brauchen keine Angst haben. Die Yellen hat ja auch gesagt, gestern hat sie ausgesagt und hat dort verkündet, ja, aufgrund, trotz der Bankenschwierigkeiten, die wir gerade haben, was man ja gerade so sieht, geht es trotzdem dem Bankensystem an sich sehr gut. Ja, das waren jetzt nicht ihre exakten Worte, aber einfach mal das, was sie damit ausgedrückt hat. Ja, und das war natürlich weiteres Feuer, Unterstützungsfeuer für das, was wir hier sehen. Okay, ich möchte dir jetzt noch kurz sagen, was nächste Woche auf uns zukommt. Ja, das musst du unbedingt mit bedenken. Und zwar haben wir hier, das ist der offizielle Kalender von der Fed, von der Federal Reserve Bank, von der amerikanischen Notenbank. Und zwar nächsten Mittwoch, am 22.03. haben wir das FOMC-Meeting. FOMC-Meeting ist einmal im Monat, und genau hier wird dann bekannt gegeben, wie die Fed oder ob die Fed die Zinsen weiter erhöht. Genau, man ist davon ausgegangen, dass die Zinsen um weitere 0,5 Prozentpunkte erhöht werden. Hier, wenn man auch mal die Daten, die bis jetzt vorliegen, das, was ich zu dir auch schon meinte, unter anderem mit den Arbeitslosendaten, mit den Angestelltenzahlen und so weiter, dass sie wieder mal besser sind als zuletzt, könnte man oder hätte man davon ausgehen können, dass es um weitere 0,5 Prozentpunkte erhöht wird. Aber jetzt geht man aktuell gerade davon aus, guck mal, vielleicht wird die Fed auch ja jetzt ein bisschen runterfahren von der Geschwindigkeit aufgrund der Bankenprobleme. Wir haben es bei der Europäischen Zentralbank gesehen, dass sie es nicht gemacht haben. Wir werden es auch bei der Fed dann sehen. Sollte es nicht so sein, sollte es um weitere 0,5 Prozentpunkte erhöht werden, werden wir auf jeden Fall ein ordentliches Marktbeben sehen. Ich kann dir auch mal ganz kurz einmal zeigen, nochmal ganz kurz off-topic, was denn passiert, wenn die Arbeitslosenzahlen nicht so gut ausgefallen sind. Das war nämlich Anfang Februar, und der ganze Februar hat sich dann sehr negativ verhalten, natürlich auch zum Thema natürlich der Zins. Entscheide und den weiteren Nachrichten, die gekommen sind, aber seit der Bekanntgabe der Non-Farm Payrolls, der Unemployment Rate, war klar, weil die Ultra, dieses
viel, 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 viel höher ausgefallen, als man normalerweise erwartet hat. Und das war natürlich ein krasser negativer Impact auf den Markt. Und ähnlich ist es diese Woche auch gewesen, nicht ganz so krass, aber wir haben dann gesehen, wie der Markt sich den Monat über verhalten hat. Also, hab im Auge, 22.3. nächste Woche Mittwoch haben wir die Zinsentscheide von der Fed. Jetzt möchte ich dir kurz zum Abschluss zeigen, was ich gerade meinte, wie wir es trotzdem schaffen, in so einer Marktphase trotzdem Geld zu verdienen. Ja, ich will schon fast sagen, mit hellseherischen Fähigkeiten, natürlich ist es so nicht, aber wenn man sich mal anschaut, guck mal, ich habe dir das gerade mit Hilfe von dem QQQ hier gezeigt, wenn man hier auf die Minute geht, was dort gestern passiert ist, ja, oder man kann auch den S&P nehmen, wir sehen diese Bewegung hier und dann sehen wir den Ausbruch, wenn man bei uns mal reinschaut, in unsere eigene Software, die wir dafür nutzen, wir sehen nicht nur die Kerzen, sondern wir können noch viel tiefer in den Markt blicken und zwar sehen wir hier die Handelsaktivitäten, die bereits getätigten Handelsaktivitäten der großen oder aller Marktteilnehmer. Natürlich werden die Aktivitäten der großen Marktteilnehmer uns nochmal anders dargestellt, weil wir sehen, okay, es gibt gewisse Level im Markt natürlich, wo deutlich größeres Interesse ist. Du siehst außerdem diese Seitwärtslinie hier, diese horizontale Linie. Und zwar zeigt uns das einen Bereich an, wo im Verhältnis über eine längere Zeit sehr, sehr großes Interesse der großen Marktteilnehmer war. Und wenn wir uns natürlich oberhalb dieses Bereiches aufhalten, in welche Richtung könnte der Markt dann eventuell gehen? Ja, natürlich dann eher in die Long-Richtung, wenn er sich oberhalb aufhält. Was wir außerdem zu dieser Linie, zu dieser Unterstützung noch hatten, guck mal, du siehst, wie der Markt genau hier reagiert hat, ne? Bam, 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 weg. Hatten wir hier unten am Tief noch ein großes Volumen, ja, also was den Markt hier auch ausgebremst hat. Wir sehen, der Markt versucht, hier drunter zu brechen. Dann kommt er zurück, guck mal, hier genau da drauf, genau auf diese Linie, kommt aber dann nochmal ein Stückchen tiefer und wohin? Simsalabim, Glaskugel, genau hier rein. Und dann kommt der Ausbruch. Zack, Ausbruch. Ja, und du siehst, genau in diesen Bereichen, die ich hier habe, reagiert der Markt. Der Markt ist weiter gestiegen. Ja, das sind außerdem Markierungen von mir hier von meinem gestrigen Handel. Will ich gar nicht so weit drauf eingehen, aber du siehst auch trotzdem hier. Wir haben das maximale Volumen der Vorwoche. Markt reagiert kurz, schießt weiter. Hier haben wir von letzten Woche, von dem aktuellen Monat. Markt reagiert kurz, schießt nochmal weiter und dann schmeißt er hier oben am Hoch nochmal Volumen ab. Und das war die Sendepause für den Moment. Und du siehst, was dort passiert ist. Der Markt wurde von hier erstmal abverkauft. Du siehst schon die Möglichkeiten, die wir nutzen konnten für uns gestern, die ich hier nicht mal ansatzweise sehe. Ja, was ist hier oben passiert? Warum? Warum korrigiert der Markt hier so stark? Warum? Ich kann es sehen. Ja, und auch heute, ich gehe mal ganz kurz zum heutigen Tag. Ja, ist natürlich noch vormittags, der Markt ist noch nicht eröffnet. Natürlich das außerbörsliche Handel und du siehst selbst trotzdem hier, wie der Markt an diesen Bereichen reagiert. Zack, zack und geht weiter. Markt kommt nochmal runter, reagiert wieder. Markt kommt runter, reagiert wieder. Irgendwann arbeitet er sich durch und, oh, Magic. Markt bleibt jetzt genau zwischen diesen beiden Leveln hängen. Hat natürlich jetzt gerade nicht so viel Kraft wie sonst in der normalen Handelszeit. Ja, wenn dich das interessiert, wenn du sagst, oh, krass, okay, möchte ich gerne mehr drüber erfahren, ja, du möchtest gerne den Markt mal verstehen und das für dich in Zukunft auch anwenden. Unten in der Beschreibung findest du einen Link zu meiner kostenlosen Schulung, The Trader Code. Dort zeige ich dir komplett alles, auf was es ankommt an der Börse. Ja, die Dinge, die ich gelernt habe, die ich tagtäglich anwende, die Tausende von unseren Schülern tagtäglich für sie anwenden und dass du dann entscheiden kannst für dich, in Zukunft möchtest du das auch für dich so umsetzen und diese Vorteile nutzen. Ja, wie gesagt, möchtest du solche Marktupdates, so Marktverständnis auch häufiger hier bei YouTube sehen, dann lass sehr gerne ein Like da, lass mir auch sehr gerne einen Kommentar da, was du dir noch sonst so wünschen würdest von mir. Eigentlich war mein YouTube-Start nach ein paar Monaten Pause eigentlich mit einem coolen Video geplant, aber ihr habt es euch gewünscht, wie ich schon meinte über Instagram, dass ich dieses Marktupdate hier unbedingt raushaue, weil ja, das, was gestern passiert ist, ist ein bisschen ab der Norm. Und ja, hoffe, es hat euch gefallen. Dann freue ich mich schon, wenn wir uns wiedersehen. Ja, dann viel Spaß beim Handel. Seid vorsichtig. Ja, denkt dran, dass es auch mal sein kann oder dass es auch mal okay ist, mal nicht zu handeln, weil auch ein nicht gehandelter Tag ist, heißt, keinen Verlust gemacht zu haben. Und das ist ja dann auch dann gerade in solchen Phasen ein Gewinn. Okay, macht's gut und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.